Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Ich dachte, ich mache heute mal so ein kleines How-to-Semi-Hydro mit euch oder mit dir. Das heißt, wenn du ein bisschen neu bist oder du willst halt einfach nur gucken, wie ich meine Pflanzen gieße und dünge, dann ist doch genau das Video genau das Richtige für euch. Das heißt, wie immer, da unten sind ein paar Kapitel. Ich habe heute mit euch nämlich Folgendes vor. Ich zeige dir, welche Töpfe ich benutze, wie das Ganze aussieht. Denn ich habe hier so zwei kleine Beispiele mitgebracht, an denen ich euch zeige, wie ich zum Beispiel meine Sachen alle aufbaue oder in denen meine Pflanzen stehen, wie ich dünge oder welchen Dünger ich benutzt habe, wie ich mein Wasser messe und welches Substrat ich benutze. Genau, ich gucke nämlich hier auf den Tisch, weil ich habe hier nämlich schon alles vollgestellt. Deswegen muss ich halt immer nur so ein bisschen gucken, was ich jetzt mit euch mache. Und zwar erstmal vielleicht ganz generell, Semi-Hydro, was ist das? Und zwar ist es halt eigentlich, für mich persönlich, ist es halt einfacher zu verstehen, wenn ich denke, Semi-Hydro ist halt eigentlich, okay, ihr habt jetzt, eure Pflanze steht eigentlich die ganze Zeit im Wasser oder teilweise und ihr benutzt ein anderes Substrat außer Erde. Da könnt ihr euch jetzt erstmal austoben, was ihr nehmt. Entweder ihr nehmt eins von irgendeinem schicken Influencer, ihr mischt eins selber zusammen mit irgendwelchen Lavasteinen und alles ganz fancy. Ihr könnt Schlecker oder Blähton nehmen. Lechuza Pon, Ceramis, Tongranulat. Ich habe halt aber auch schon im Bauhaus einfache weiße Kieselsteine gesehen. Manche sagen, okay, zum Beispiel bei Blähton oder Blähton verändert den pH-Wert des Wassers oder bei Lechuza Pon kannst du denn anhand den Steinen erkennen, wann du gießen musst. Ich persönlich finde, es ist irgendwie alles das Gleiche, beziehungsweise so eine gewisse Optikfrage. Klar, natürlich, je gröber das Substrat ist, desto besser ist es natürlich auch, dass das besser durchlüftet wird. Das ist natürlich klar. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen 25-Liter-Oschi hier habt und ihr mit eurer Pflanze irgendwann mal auf der Größe angekommen seid, da würde ich euch dann nicht mehr Lechuza Pon empfehlen, denn das habe ich einmal gemacht mit meinem kleinen Philodendron-Monster da hinten und ich habe den dann nicht mal hochgehoben gekriegt. Von daher würde ich euch dann da halt eher so ein bisschen was so was Gröberem wie Blähton empfehlen. Das ist wirklich sehr grob und sehr leicht. Aber im Grunde könnt ihr da machen, was ihr wollt. In meinem Kopf persönlich ist es für mich einfacher zu verstehen, okay, was ist denn jetzt überhaupt Semi-Hydro? Semi-Hydro ist halt eigentlich, ihr wollt so wenig organisches Material oder Dünger in euren Töpfen haben, wie es nur irgendwie geht. Ihr wollt das so neutral haben, wie es geht. Das heißt, da sollen ausschließlich Wurzeln, Wasser und das Substrat drin sein, ansonsten gar nichts. Das finde ich persönlich immer am besten. Das heißt, ihr könnt das erweitern zu keinen organischen Dünger, keine Erdrückstände. Das ist ganz wichtig. Wenn irgendwelche Wurzeln wegfaulen, dann solltet ihr die entsorgen. Ihr sollt auch, wenn ihr einen kleinen Bambusstab habt, der sollte unten nicht aus Holz sein, sondern eher so aus Plastik oder ein einfaches Plastikrohr. Da kann ich euch auch noch mal ein Video zeigen, wie ihr die ganz einfach selber macht. Genau, kein organisches Material in diesen Töpfen. Weil alles, was da drin ist, fängt ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es im Wasser steht, an zu faulen. Das ist ganz wichtig. Genau. Das war das eine. Oder das hilft zumindest mir persönlich, wenn wir schon beim Substrat sind. Welches Substrat benutze ich denn persönlich? Ich benutze eigentlich, oder ich benutze für so kleine Töpfe Lechuza Pon. Das finde ich irgendwie immer ganz faszinierend, weil das ist so das kleine oder das Substrat, mit dem ich angefangen habe. Das finde ich eigentlich ganz faszinierend. Ich habe gesehen, dass es da jetzt auch neuestens oder seit neuestem ein Substrat gibt ohne Langzeck-Düngerkugeln. Das würde ich euch empfehlen, denn ihr wollt ja eigentlich selber düngen und selber euren Kram hinzufügen. Und wenn da irgendwie Doppelsachen drin sind, dann ist das irgendwie zu viel oder man kann es nicht messen, weil diese Düngekugeln ja langfristig Dünger abgeben. Und das ist dann halt irgendwie nicht so vorteilhaft, weil man kann es nicht so wirklich einschätzen, wie viel oder wie wenig Dünger jetzt da drin ist.
Deswegen für kleine Töpfe würde ich euch ein feines Substrat empfehlen. Dann sind wir mal ganz ehrlich, so auf die kleine Größe, wenn ihr da Blähton reinfüllt, und wir übertreiben jetzt mal ein bisschen, dann passen irgendwie 5 Kugeln rein. Klar, könnt ihr machen. Aber für kleine Töpfe würd ich euch jetzt irgendwas Feines empfehlen. Lichuza-Ponnen wäre jetzt so die Variante, die ich benutze. Für größere Töpfe, das heißt alles, wo wir jetzt schon hier sind, zum Beispiel, da würde ich euch dann so langsam bitten, dann irgendwas zu nehmen, was ein bisschen gröber und leichter ist. Denn ihr müsst das ja auch irgendwie irgendwann mal sauber machen. Dazu kommen wir halt aber auch gleich. Das heißt, für kleine Töpfe benutze ich eigentlich immer den Corona-Topf. Das ist zum Beispiel ein Corona 1312 Topf zusammen mit einem Innentopf der Größe 13/12. Der passt da perfekt rein. Und dazu halt natürlich halt auch noch so einen kleinen Wasserstandsanzeiger, der ist natürlich halt auch 12 cm hoch. Genau. Wie fülle ich jetzt meine Pflanzen auf? Dieser Wasserstandsanzeiger, der hat hier in der Mitte, sieht man das irgendwie? Nee, ne? Wasserstandsanzeiger hat hier so drei Abstände oder zwei zumindest. Ich fülle es eigentlich immer bis zur Mitte. Ganz nach oben oder voll ist halt eigentlich immer, wenn ich in Urlaub fahre. Das hält dann circa 14 Tage. Nach 14 Tagen müsst ihr dann halt schon so anfassen, müsst ihr dann schon so ein bisschen beachten, dass so ein paar Pflanzen, so richtig durstige Pflanzen, schon ein bisschen leiden. Oder da ist das dann halt schon kurz vor Ende, also 14 Tage, 2,5 Wochen so ungefähr reicht das aus, wenn ihr das voll füllt. Genau, ich habe auch nur zwei Varianten jetzt final. Das heißt, das hier sind, da kommen die ganzen kleinen Pflanzen rein. Dann habe ich hier noch einen wunderschönen Super Venti-Pot in der Größe 3,5 Liter. Der hat hier unten so eine kleine Rillen, die hat hier an der Seite Rillen. Den fülle ich mit Blähton. Rein optisch finde ich Blähton jetzt nicht das Schönste, bin ich jetzt ganz ehrlich. Das erinnert mich irgendwie an so kleine Köttel von Hasen oder kleine Schokodropse. Aber okay, aber es erfüllt seinen Zweck. Dann habe ich hier, ich verlinke euch das alles. Noch einen passenden Topf gefunden. Und das passt halt wahnsinnig gut rein. Da kann man dann halt auch gleich sehen, wenn die Pflanzen da rausgucken oder halt auch nicht. Ne? Da wackelt nichts, da ist kein Abstand dran. Man kann es auch noch so halten, wenn man möchte. Und normalerweise fülle ich den Topf eigentlich immer, naja, so 5 cm, also bis zur ersten oder zweiten Rille. Hier, ne? Genau. Das sind jetzt eigentlich so meine zwei Töpfe oder beziehungsweise diesen Super Venti-Pot, den natürlich halt auch noch in zwei anderen Größen, den 25-Liter-Topf und dann gibt es noch eine Zwischengröße, ich glaube 12 war es. Genau. Die benutze ich. Ich bin sehr zufrieden mit den Super Venti-Pots, weil es so schön durchlüftet. Man sieht auch gleich, wenn die Pflanze ein paar Probleme hat oder nicht, bin ich sehr von überzeugt mit den Dingern. Das heißt, wie sieht das jetzt zum Beispiel aus, wenn ihr fertig seid? Hier habe ich zum Beispiel eine kleine Thai Constellation oder mir einen Ableger geschnitten damals. Und die steht jetzt hier in dem Super Venti Pot. Guck mal, da könnt ihr halt auch schon gleich da unten so eine schöne lange Nudel sehen. Oder wenn wir sie mal rausheben, dann könnten wir hier unten. Moment, jetzt nicht alles vollkleckern. Könnt ihr jetzt hier unten halt auch sehen, ja, ohne dass was rausfällt. Na, ihr seht es, ne? Da, dass da halt auch noch mehr kleine weiße Schnucki-Schnucki-Wurzels rausgucken. So ist das schön, oder? Genau. Nur den einzigen Nachteil, den ich gesehen habe, wenn ihr diese Pflanze halt wirklich in Wasser stellt, dass ihr, jetzt drücke ich gerade die Wurzel. Dass ihr eure Pflanzen halt eigentlich so jede Woche bis alle 14 Tage einmal durchspielen solltet. Oder zumindest mache ich das mit meinen. Das hat so den Grund, ich glaube, dass sich der pH-Wert des Wassers so stark verändert, dass die Wurzeln damit nicht mehr klarkommen.
Zum Beispiel alle großen Pflanzen, die jetzt hier hinten stehen, besonders die Deliciosa und die Thai Constellation, wollen wirklich jede Woche durchgespült werden. Und ich wechsle halt einfach das Wasser. Das heißt, ich nehme meine kleine Brause und spüle hier oben halt einmal das halt alles durch, wechsle das Wasser und dann ist halt super. Genau, weil der pH-Wert verändert sich, ihr kriegt dann Wurzelfäule. Das heißt, je öfter ihr das halt eigentlich wechselt, das heißt jede Woche oder alle 14 Tage bei den Kleinen, alle 14 Tage. Und ich denke, je mehr Wurzeln die haben und je größer sie werden, desto mehr oder öfter würden sie gerne durchgespült werden. Genau, also zum Beispiel bei meiner Thai Constellation zum Beispiel, so einen kleinen, um mal ein bisschen vom Thema abzulenken, ich habe 3 Stück in der Größe, also das heißt in so einem 25-Liter-Eimer. Gleiche Größe, gleiches Licht, gleiches Wasser, gleiche Nährstoffe. 2 davon haben, seitdem ich sie gekauft habe, konstant Wurzelfäule und eine, da platzen die Wurzeln aus der Pflanze raus. Keine Ahnung. Das ist mir dann in dem Fall auch zu hoch. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Ich habe euch jetzt gezeigt, welche Töpfe ich benutze, welches Substrat ich benutze. Genau, Bleton für alle größeren Pflanzen. Lechuza-Ponnen für kleine Pflanzen. Welchen Dünger benutze ich? Ich habe früher den Compo Complete Pflanzendünger benutzt. Eigentlich immer noch so der oder eine gute Möglichkeit, die ihr benutzen könnt. Finde ich nach wie vor eine sehr gute Variante. Ich bin dann aber letzten Endes dazu umgestiegen, den Canna Aqua Vega A und B zu benutzen. Ja, genau. Hauptsache, da ist nichts, ihr wischt jetzt keinen organischen Dünger. Ihr müsst bei solchen Düngern halt nur oder bei diesem Canna Aqua Vega aufpassen, die entfalten ihre Nährstoffe nur in einem gewissen pH-Wert. Das heißt, wenn ihr jetzt nur eine einfache Pflanze habt oder eine Pflanze und ihr wollt so ein bisschen aufpassen, dann ist, glaube ich, das hier nicht die richtige Variante für euch. Denn ihr müsst da wirklich sehr aufpassen, der entfesselt seine oder entfacht seine Mineralien nämlich nur in dem pH-Wert von 5,2 bis 6,2. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen hinterher sein, dass der pH-Wert stimmt. Dazu kommen wir auch gleich. Und dann benutze ich eigentlich immer noch eins von beiden. Das ist für mich so optional. Da schwanke ich halt immer oder ich benutze, wenn eins leer ist, dann benutze ich immer was anderes. Ich benutze dieses Carnasym, habe ich benutzt. Das soll eigentlich nur abgestorbene Pflanzenreste oder abgestorbene Pflanzen Wurzeln in Nährstoffe umwandeln. Habe ich jetzt so wirklich einen Unterschied gemerkt? Nein, in dem Video, wo sie das angezeigt haben, war es, da haben sie eine Pflanzenwurzel in hundertprozentiges Carnasym gepackt und ich glaube, es hat 14 Tage gedauert, bevor die Wurzel sich komplett aufgelöst hat. Und ich benutze davon 2 Milliliter auf 5 Liter. Ja, deswegen habe ich jetzt mal dachte ich, okay, jetzt schwenke ich mal wieder was anderes rum, auf was anderes. Ich benutze das Rhizotonic, auch was für Wurzeln, denn ich bin so der Meinung, gesunde Wurzeln, gesunde Pflanze. Und das soll halt eigentlich ideal geeignet sein für Stecklinge und Pflanzen, die umgetopft werden. Gesunde und schlecht entwickelte Pflanzen nach einem Schockzustand. Das heißt, es soll eigentlich nur so ein bisschen den Wurzel oder das Wurzelwachstum so ein bisschen erhöhen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz super und ich probiere es jetzt halt aus. Ich habe jetzt, glaube ich, die erste Runde einmal gestern mit dem Mittel gedüngt. Ich habe das Mittel gestern einmal benutzt. Gucken wir mal, wie es wird. Ich würde. Das heißt, wenn ihr jetzt euer Wasser aufsetzt und ihr sagt, boah, ich will sowas auch haben, müsst ihr wirklich düngen? Nein, das heißt, sowas hier könnte zum Beispiel noch okay sein oder sowas in der Größe halt auf jeden Fall, wenn ihr jetzt eine Pflanze da reinstellt, da könnt ihr erstmal pures Leitungswasser nehmen und dann ist halt erstmal okay, wenn ihr dann eine Pflanze habt, die so die Größe hat, sowas oder größer habt, denn wir sie halt schon gerne Nährstoffe haben. Das heißt, wenn eure Blätter so ein bisschen anfangen, gelb zu werden hier am Rand, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen von Unterernährung oder dann wollen sie wirklich mehr Nährstoffe haben. Und dann müsst ihr halt anfangen zu düngen. Das heißt, wie macht ihr das? Ich benutze, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist ein Micro-Siemens-Messgerät. Das kostet irgendwie, weiß nicht, 10, 15 € bei Amazon. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, was macht dieses Gerät?
Dieses Gerät misst, wie viele gute und schlechte Teilchen im Wasser sind. Das heißt sowas wie Mineralien, Kalk, alles Mögliche. Ab einem gewissen Wert verbrennen euch nämlich die Wurzeln. Bei mir persönlich ist es bei 1000, also ab 2200 aufwärts verbrennen mir die Wurzeln. Das heißt, da ist halt einfach zu viel Teilchen im Wasser, also zu viel Mineralien, dass die Wurzeln einfach verbrennen. Und deswegen müsst ihr halt aufpassen. Das heißt, ihr dürft nicht so düngen, wie es hier draufsteht, so wie mit, ja, pack mal da irgendwie ein bis zwei kleine Kappen auf irgendwie ein Liter rein oder so. Das funktioniert bei Semihydro leider nicht. Oder ihr braucht da so ein Leitungswasser, was frisch aus der Bergquelle direkt aus eurem Hahn in eure Pflanze, in eure Pflanze sprudelt. Ich habe es nicht. Ich habe, glaube ich, ein sehr schlechtes Leitungswasser. Deswegen müsst ihr da halt wirklich aufpassen. Das heißt, das misst, wie viele Teilchen da drin sind. Das heißt, ich dünge alle meine Pflanzen bei 1000 Mikrosiemens. Das heißt, aus meinem Leitungswasser kommen so circa immer 600 bis 700 Mikrosiemens. Das ist, glaube ich, schon teilweise im Durchschnitt doch schon ein bisschen schlechter. Und dann gebe ich auf 5 Liter, 6 Milliliter insgesamt Dünger hinzu. Das heißt, ich nehme, also das hier ist der Wassereimer, den ich benutze. Das ist so ein 5 Liter, da ist nicht das drin, was drin steht oder was drauf steht. Ich habe die halt eigentlich noch übrig gehabt und den benutze ich eigentlich für mein Wasser oder das halt, um es halt aufzusetzen. Das heißt, ich nehme 2 Milliliter A, 2 Milliliter B und dann nochmal 2 Milliliter aktuell Risotonik. Dann komme ich auf 6 Milliliter und dann bin ich halt immer so plus minus auf 1000 Mikrosiemens. Und das dünge ich das ganze Jahr durch, ohne Unterbrechung. Das heißt, manche sagen auch, oh, ihr bei im Winter weniger düngen, das ist mir egal. Gleiches Zeug für alle Pflanzen, egal wie groß sie sind, egal wie klein sie sind. Außer hier in der Wachstumsbox nicht, da ist pures Leitungswasser drin. Das heißt, erst wenn der Chef sagt, jo, ihr kommt raus, ihr seid gut, dann gibt es das gute Wasser. Vorher sieh zu, wie das machst. Genau, also Mikrosiemens-Messgerät ist eigentlich so für den Anfänger, wenn ihr so ein bis zwei Pflanzen habt und ihr meint, okay, das ist halt genau das Richtige für euch, dann würde ich euch das zumindest empfehlen, damit ihr wisst, wie viel Dünger ihr dazugeben könnt, um an die Grenze zu gehen. Das müsst ihr so ein bisschen austesten. Ich kann euch das jetzt nicht pauschal sagen, je nachdem, wie gut euer Leitungswasser ist, was da drin ist, wie gut oder hart euer Wasser ist. Auf jeden Fall, das hier ist sehr gut, damit ihr zum Beispiel zumindest eine Ahnung kriegt, wie viel ihr düngen sollt. Das ist sehr cool. Wenn ihr dann schon ein bisschen fortgeschrittener seid, dann gibt es da noch ein pH-Messgerät. Das heißt, das misst, wie alkalisch, wie sauer oder neutral das Wasser ist. Wie gesagt, eigentlich immer zwischen 5,5 und 6,5 gieße ich oder versuche ich, mein Wasser halt einzurichten. Ja, ist jetzt ein bisschen was für Fortgeschrittene, ne? Wie gesagt, die beiden Mittel kosten, die beiden Dinger kosten, glaube ich, die gibt es auch zusammen, dann kosten sie 20 oder jedes einzelne dann irgendwie 10 Euro oder so. Ist jetzt nicht das Zuverlässigste, aber zumindest, um halt eine Idee zu kriegen, wo es liegen könnte, finde ich die beiden Dinger wirklich perfekt. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich jetzt hier ein pH-Wert-Messgerät von 100 für 120 Euro kauft. Das bin ich halt einfach nicht. Wie gesagt, die beiden benutze ich auch. Also alle Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Das sind genau die Dinger, die ich jetzt hier auch habe. Genau, das heißt, den pH-Mess, wie, das heißt, wie stellt ihr euren pH-Wert ein? Das heißt, das braucht ihr halt auf jeden Fall. Ihr messt zuerst euer Wasser, euer Leitungswasser, was rauskommt. Und dann gibt es halt entweder pH-Minus oder pH-Plus. Das heißt, um den pH-Wert entweder nach oben oder unter zu drücken. Normalerweise braucht ihr eigentlich immer nur eins von beiden. Ich würde euch auch nur eins empfehlen. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie um einen pH-Punkt vermessen habt, dann raus und nochmal wieder neu. Das ist billiger, als wenn ihr euch jetzt, weil das ist, glaube ich, schon so relativ preiswert. Also noch, ich glaube, mittlerer, zweistelliger Bereich, glaube ich, war es.
dann braucht ihr eigentlich immer nur eins von beiden. Klar, es wird auch theoretisch empfohlen, da sehr vorsichtig zu sein. Das heißt, wenn ihr jetzt Kinder oder in der Nähe habt, dann sollte er jetzt da nicht, ja, irgendwie das sollte ja irgendwie klar sein, ne? Genau, ich benutze pH minus, weil mein pH-Wert im Leitungswasser ist so hoch, dass ich den eigentlich nur noch runterdrücken muss. 2 Milliliter auf 5 Liter benutze ich und dann ist die ganze Sache gelutscht. Dann komme ich so auf meinen ungefähren pH-Wert, den ich halt haben will. Und das reicht mir, wenn ich so ungefähr weiß, was ich, wo er liegen könnte. Genau, das ist, wie geht ihr jetzt halt vor? Das heißt, ihr habt eine schöne Pflanze, die steht noch in Erde, nehmen wir mal an, und ihr wollt die jetzt übertragen. Da gibt es halt A, noch ein Video von mir, das ploppt bestimmt hier gleich irgendwo oben auf. Das heißt, in kurz zusammengefasst, also entweder guckt euch das an oder in kurz zusammengefasst, Pflanze aus der Erde nehmen, Wurzeln so gut abspülen, wie es geht, eigentlich in eine Wachstumsbox packen. Da findet ihr jetzt hier bestimmt auch gleich ein Video. Oder ihr benutzt, ihr stellt die Pflanze in Wasser und packt dann hier irgendwie eine Mülltüte drüber, dass die Pflanze so viel Luftfeuchtigkeit erhält, wie es nur irgendwie geht. Und dann nach ein paar Monaten könnt ihr die Pflanze sozusagen in euer Substrat stellen, was ihr halt gerne haben wollt, und dann seid ihr fertig. Genau, dann könnt ihr halt anfangen mit Dünger oder Nicht-Dünger. Genau, aber das ist halt eigentlich so das Vorgehen. Genau, das Wichtigste ist halt eigentlich, um es jetzt komplett nochmal zusammenzufassen, Micro-Siemens-Messgerät. Das heißt, wenn ihr schon eine Pflanze habt, dann auf jeden Fall das hier, weil ihr dürft nicht so düngen, wie da drauf steht. Das geht wirklich meistens nicht. Und der Rest ist halt eigentlich egal. Klar, ihr braucht irgendwie, es gibt dann halt auch noch eine App fürs Handy, um den Lichteinfall zu messen oder wie viel Lumen heißt das? Lumen oder Lux, um die Lichtintensität zu messen. Das gibt es dann persönlich halt auch noch. Das heißt, ich habe hier oben, sieht man glaube ich nicht, so eine von Sansi, so eine schöne Pflanzenlampen. Und da könnt ihr dann halt mit der App, das läuft dann über die Kamera, halt messen, wie hoch die Lichtintensität ist. Ich persönlich, braucht ihr wirklich eine Pflanzenlampe? Nein, ihr könnt auch eine aus dem Bauhaus nehmen. Ich habe zum Beispiel in meinen IKEA-Regalen eine Lampe aus dem Bauhaus genommen. Das heißt, die war nicht extra als Pflanzenlampe ausgeschrieben und das funktioniert halt super. Ihr müsst nur daran denken, dass es wirklich hell genug ist oder beziehungsweise dann den Abstand verringern oder erhöhen. Ihr könnt es auch irgendwie ans Fenster stellen. Das funktioniert halt auch. Eine Sache, die ihr halt auch noch bedenken müsst. Die Pflanze, Semihydro heißt, die Pflanze hat Wasserwurzeln. Das heißt, ihr dürft die Pflanze nicht austrocknen lassen. Das heißt, wenn die Wurzeln erstmal trocken sind, fangt ihr komplett bei Null an. Das heißt, die Wasserwurzeln sollten eigentlich immer feucht gehalten werden. Das heißt, wenn ihr wirklich mal vergesst und das trocknet aus, gerade im Sommer, das steht irgendwie am Fenster und Feierabend. Das heißt, da fängt ihr dann halt wirklich nochmal von vorne an. Ihr habt keine Wurzeln und wirklich komplett von vorne. Das heißt, wieder rein in die Box, warten, bis Wurzeln kommen und dann wieder rein in das Töpfchen. Ich habe auch schon manche Typen oder manche YouTuber gelesen, die packen die Pflanze direkt in das Töpfchen ein. Hat so den Nachteil, dass sie die Pflanze eigentlich nach einem Monat wieder rausholen müssen, weil da so viele tote Wurzeln drin sind, dass es halt einfach zu viel wird oder zu viel Nährstoffe. Es fängt an zu schimmeln, das stinkt und deswegen sage ich, okay, pack die wirklich zuerst ins Wasser und wenn sie gute Wurzeln hat, dann ab ins Töpfchen und dann sind wir beide super oder beide glücklich. Ein Nachteil hat Semihydro. Ne? Also bei so kleineren Pflanzen ihr müsst die Pflanze regelmäßig durchspülen. Oder zumindest das habe ich festgestellt. Denn wenn ihr da immer das gleiche Wasser benutzt und die Pflanze da so drin steht, dann verändert das den pH-Wert und dann fangen die Wurzeln an zu schimmeln an. Das heißt, hier bei dieser kleinen Germanii zum Beispiel, schicke Pflanze, oder? Und dieser kleinen Germanii, die 14 € gekostet hat, kann ich so alle 14 Tage
14 Tage, 3 Wochen kann ich warten, bevor ich wieder neue Wasser wechseln muss. Die großen hinten, wie gesagt, jede Woche. Ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, schon fertig. Genau, fassen wir nochmal kurz zusammen. Die Töpfe wisst ihr, was ich benutze. Dünger auch. Wie die Pflanze aussehen. Ja, wie ich vorgehe. Dünger habe ich euch gezeigt. Meine 5-Liter-Kanister hat auch. Ach genau, eine Sache kann ich euch noch erzählen. Und zwar, ich habe früher destilliertes Wasser genommen. Und zwar sagt man sich ja, genau hier so destilliertes aus dem Baumarkt. Das ist das destillierte Wasser bei Hornbach, Baumarkt, genau. Ich habe vorher angefangen, das Wasser selber zu mischen oder habe halt drüber nachgedacht, ob ich zum Beispiel mir so eine Osmoseanlage zulege, habe mich dann aber dagegen entschieden, denn rein eigentlich vom Konzept her, ja, also dieses Osmose, was ist Osmosewasser? Osmosewasser ist eigentlich Wasser, wo keine Vitamine, Mineralien und sowas drin sind. Das ist wirklich null, da ist nichts mehr drin. Das heißt, eigentlich mischt ihr, fängt ihr dann halt an zu mischen. Das heißt, sagt ihr entweder 50% Osmosewasser, 50% Leitungswasser, damit ihr dann so wieder pH-wertmäßig oder mineralienmäßig wieder auf eine Sache kommt. Das heißt, im Leitungswasser sind halt immer noch Stoffe drin, die die Pflanze benötigt. Deswegen dürft ihr halt auch nicht nur Osmosewasser nehmen. Und ihr fangt dann wieder an, Mineralien wieder hinzuzugeben. Das heißt, ihr kauft euch Wasser, wo nichts drin ist, um dann zum Schluss wieder Sachen hinzuzugeben. Das könnt ihr vielleicht machen. Also das ist so diese wirkliche Premium-Variante hier. Das könnt ihr wirklich machen, wenn ihr jetzt ein Schätzchen habt, wo ihr sagt, wow, das muss auf jeden Fall und das muss geil sein, dann könnt ihr euch mal den Spaß mal gönnen. Wenn ihr aber erstmal so ein paar Pflanzen habt, dann wollt ihr da nicht irgendwie 12, 14 Kanister jede Woche schleppen. Das heißt, das war mir einfach zu viel. Ich habe es geistig nicht verstanden, warum ich jetzt da extra mir Sachen kaufe, wo nichts drin ist, um dann hinterher was hinzuzufügen. Das habe ich nicht verstanden. Deswegen habe ich dann halt angefangen, komplett nur Leitungswasser zu nehmen, Sachen hinzuzufügen und entweder die Pflanze will es oder will es nicht. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit meinem Leitungswasser keine Farne halten, weil dafür einfach das Wasser zu schlecht ist. Es gibt auch so eine schöne Anthurie, die gibt es im Baumarkt. Ich blende bestimmt den Namen ein. Die hat so eine schöne rosa, so eine schöne rote Blüte. Ich glaube, die darf kann ich auch nicht halten, weil die sehr zickig ist mit dem Wasser. Und ich habe mich jetzt einfach damit abgefunden. Denn die Alternative heißt dann halt wirklich selber mischen und dann das Mischverhältnis so hinzukriegen, dass das für euch und für die Pflanze halt passt. Ich benutze Leitungswasser, ganz ehrlich. Genau. Das heißt, den Test mit Wasser selber mischen habe ich persönlich auch schon hinter mir. War zwar ganz witzig, aber es ist sehr kostspielig, weil ihr dann halt irgendwie immer auf diese 5-Liter-Kanister angewiesen seid und dann das Wasser selber mischen. Ich bin dazu pragmatisch. Ich benutze Wasser, Leitungswasser und dann entweder du kommst oder nicht und dann. Genau, das ist Semi-Hydro in a nutshell. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt ihr vielleicht halt auch schon irgendwelche Erfahrungen mit Semi-Hydro? Habt ihr Probleme? Dann helfe ich euch da gerne. Ich bin da ein bisschen, erwartet nicht, dass ich euch sofort zurückschreibe. Ich brauche da irgendwie immer ein paar Tage. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich versuche so gut zu helfen, wie es halt geht. Auch bei, oh, welche Pflanzenlampen benutzt du denn jetzt halt wirklich im Detail? Dann kann ich da auch noch mal ein Video zu machen. Wie gesagt, Sansi und irgendwas aus dem Baumarkt, das funktioniert super. Genau, ich hoffe, ihr schaltet nächsten Sonntag wieder ein, vorausgesetzt YouTube und mein Haus rendern funktioniert, nicht so wie letzte Woche, wo ich kleine Probleme hatte beim Haus rendern. Weil das Video immer bei 99% Verarbeitung stecken geblieben ist. Ich habe es zweimal versucht. Na gut, anyway. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch geht's gut. Wuff.